Die Üamspflanze. Auto seltsam gensi. Üams, die aus Korea, auch Üam oder Üamswurzeln genannt, sind eine Pflanzengattung aus der Familie der Üamswurzelgewächse, die aus Korea kommt. Üams ist hauptsächlich in den Tropen verbreitet. Die einzigen in Mitteleuropa heimischen Arten sind die Schmierwurz, die aus Korea communis, und die Balkanschmierwurz, die aus Korea balkanica. Es sind windende, mehrjährige, krautige Pflanzen. Sie bilden Wurzelknollen als Überdauerungsorgane, die in ihrer Größe, Gestalt, Farbe, Inhaltsstoffen und Tiefe in der Erde sehr unterschiedlich sein können. Die gestielten Laubblätter sind einfach oder zusammengesetzt. Die Blüten sind immer eingeschlechtig, die Pflanzen sind meist zweihäusig, diözisch, selten einhäusig, monözisch. Die männlichen Blüten enthalten 6 oder 3 Staubblätter. Sie bilden dreifach geflügelte Kapselfrüchte. Die Samen haben häutige Flügel. Einige Arten und deren Ausleseformen sind Nutzpflanzen, sowohl als wichtige Nahrungspflanzen als auch als Heilpflanzen. Viele Üamsarten werden wegen ihrer essbaren Wurzelknollen als Nahrungsmittel angepflanzt. Bei der am meisten angebauten Art erreichen die unterirdischen Knollen eine Länge von bis zu 2 Metern, ihr Geschmack ist süßlich und ähnelt Esskastanien und Kartoffeln. Sie haben eine dunkelbraune bis schwarze Haut, sind reich an Provitamin A sowie Kalium und wirken roh gegessen toxisch. Üamswurzeln ähneln geschmacklich und optisch den Süßkartoffeln, sind aber nicht mit ihnen verwandt. In Südamerika, Afrika und der Karibik ist Üams weit verbreitet, in Europa jedoch im Gegensatz zur Süßkartoffel nur selten zu erwerben. Des Weiteren ist es in den Tropen ein wichtiger Stärkelieferant. In China gibt es ein Vorhaben, mit Hilfe gentechnischer Methoden Sorten von Üamsarten zu züchten, die als Energiepflanzen für die Erzeugung von Ethanolkraftstoff optimiert sind. Eckige Klammer auf zweieckige Klammer zu.